Anyway, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute spielen wir eine Runde TTT oder eher gesagt mehrere. Und ich habe heute richtig coole Tipps und Tricks für euch dabei. Wenn ihr auf jeden Fall weitere Tipps und Tricks haben wollt in mehreren Spielmodi, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen positiven Daumen nach oben da. Eventuell schaffen wir, so wie bei den anderen Videos, so 200 Likes oder so. Würde ich mich drüber freuen, Leute. Und schreibt jetzt schon mal in die Kommentare #TTT, damit ich auf jeden Fall Bescheid weiß, dass ihr alle aktiv seid. Und dann würde ich sagen, schlüpfe direkt in eine Runde rein. Auf jeden Fall spielen wir heute mit dem Fruchtzweck, der heute dabei ist. Und zwar Fruchtzweck, erstmal hi an dich. Moinsen. Der ist auf jeden Fall echt, ich glaube, du bist irgendwie, ist das Alltime gewesen oder ist es monatlich gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Ich hole mir mal hier oben die Kiste. Ich war auf jeden Fall Top 10, ja. Du warst auf jeden Fall richtig gut gerankt und es ist richtig krass. Du bist ein extrem guter Spieler und deswegen habe ich ihn heute dabei, weil er uns dann heute einfach richtig, richtig gute Tipps einfach geben kann. Und deswegen machen wir heute so ein kleines Tipps und Tricks für TTT. Ich hoffe, dass es euch einfach gefällt, deswegen schon mal einen positiven Daumen nach oben da lassen. Ich bin gerade innocent geworden, deswegen können wir auch direkt mit dem ersten Trick anfangen. Ich weiß nicht, was bist du geworden, um es ganz kurz für die Aufnahme mal zu sagen. Du bist 100% Traitor. Traitor. Okay, ja. Und zwar, wir haben hier vorne auf jeden Fall erstmal den Tester. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, wenn ihr wisst, wo sämtliche Tester sind. Und gut, der hier ist auf jeden Fall Traitor. Das war nicht schwer zu übersehen. Ich hoffe, dass ich den jetzt irgendwie auch kriege. Ja, nice. Auf jeden Fall müsst ihr darauf achten. Ihr müsst eigentlich nur so ein bisschen... Oh, lol, es laggt mega. Lol, ich werde auch jetzt getötet oder so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, ich bin tot. Okay, kommen wir in dieser Runde auf jeden Fall auf den Trick nochmal zurück. Was wir sagen wollten, was wir euch mitteilen wollten, und zwar müsst ihr darauf achten, auf eure Umgebung so ein bisschen achten, dass ihr bei dem Traitor-Tester steht. Dann müsst ihr einfach darauf achten, wer steht bei euch und wer steht da eben nicht. Und die Leute, die halt nicht bei dem Traitor-Tester, ich meine... Die meisten kennen die Tricks, ja, aber wir möchten sie halt wirklich jetzt nochmal gesagt haben, weil vielleicht haben wir auch einen Trick dabei, den der ein oder andere nicht kennt. Und auf jeden Fall müsst ihr darauf achten, dass die Leute, die halt dastehen, die sind auf jeden Fall kein Traitor. Also in den meisten Fällen. Ich bin jetzt gerade Traitor geworden. Das bedeutet, ich entferne mich auf jeden Fall direkt von dem Traitor-Tester, auch wenn ich da gerade stand. Das bedeutet halt, ich weiß nicht, Fruchtzweck ist kein Traitor jetzt geworden, aber wir müssen halt jetzt darauf achten, dass wir halt nicht beim Traitor-Tester sind. Und so denken halt viele andere Traitor auch und deswegen müsst ihr halt darauf achten. Und dann wisst ihr automatisch, okay, ja, wenn die sich dann auch noch ein bisschen komisch verhalten, dann könnt ihr euch eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich Traitor sind. Und dann, guck mal, der hier, zum Beispiel der Foxy, der ist auch echt extrem weit weg. Deswegen müsst ihr halt ein bisschen darauf achten. Und dadurch können wir auch recht viel Karma farmen. Ich meine, wir halten uns hier die ganze Zeit auf und gleich wird es eh jemand checken. Zum Beispiel der Traube, der hält sich hier auch recht weit weg auf. Und dadurch kann man das eigentlich echt easy hier rausfinden. Ich meine, so die anderen sind da gerade alle am Traitor-Tester. Und dadurch weiß man halt einfach eigentlich, wer Traitor ist. Deswegen achtet auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trick. Hier bei den letzten 30 Tagen sehen wir zum Beispiel hier, der Fruchtzweck ist auf Platz 10. Bedeutet, das, was wir hier euch wirklich mitteilen, das hat auch wirklich was mit Ahnung. Also bedeutet, er spielt schon echt ziemlich lange hier und sagt halt auch wirklich, was stimmt. Und wir haben hier beide mal ganz kurz den Traitor-Pass eingelöst. Bedeutet, wir werden jetzt auf jeden Fall die Runde auf der Map-Baustelle Traitor. Denn wir müssen für diesen nächsten Trick auf jeden Fall auch Traitor sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr solltet Traitor sein, denn es ist ein kleiner Traitor-Trick, wie ihr wirklich gut Kills machen könnt. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal ganz kurz Schwerter und so alles Mögliche finden. Also ich habe ein Holzschwert und einen Bogen. Was ihr dann noch braucht, ist eigentlich nur 4, ja, Traitor-Punkte. Das ist eigentlich so das Schwierige bei der ganzen Sache. Denn ihr müsst dafür erstmal welche töten. Klingt etwas schwer, aber so könnt ihr halt meistens am Ende noch der Runde irgendwie den letzten Traitor oder so töten. Und ich habe ein Eisenschwert. Bedeutet, wir müssen jetzt ganz kurz erstmal irgendwie Leute töten, damit wir 2 ganze Traitor-Punkte noch kriegen. Aber meistens läuft hier eh irgendwo ein Innocent unten rum. Oder ist eventuell oben einer oder so. Keine Ahnung, wir müssen halt erstmal irgendwie 2 Punkte kriegen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr an eine hohe Position stellen. Wir haben sie. Und was muss ich mir jetzt ganz kurz kaufen? Weil ich habe natürlich auch den Swapper. So slash S. Dann kaufen wir uns hier den Swapper. Und jetzt muss ich einfach nur runterspringen, richtig? Richtig. Einfach nur runterspringen und den drücken. Und okay. Du hast mich gekillt. Okay, super. Das ist dann jetzt echt extrem doof gewesen. Aber in dem besten Falle ist es dann so, okay, wir haben das Spiel gewonnen.
Im besten Falle ist es dann halt so, dass es ein Innocent ist oder ein Detective und dann habt ihr die Runde einfach gewonnen. Das zu dem Trick auf jeden Fall. Hat gut geklappt schon mal. Okay, wir spielen jetzt auf der Map Katakomben und wir haben noch einen coolen Trick herausgefunden. Und zwar ist es so, oder eher gesagt du hast ihn mir mitgeteilt. Und zwar ist es so, dass wenn jetzt ein Innocent oder Traitor sneakt, ist es meistens ein Traitor, weil ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ist, dass man denkt, dass irgendwie der Name über einem rot ist oder so, aber laut Fruchtzwerg soll das so sein. Ich meine, wenn er schon Top 10 ist, dann muss das wohl stimmen, weil ich glaube, wenn man so oft gespielt hat, dann fällt es irgendwann auf. Ich bin mal gespannt, ob wir das in dieser Runde irgendwie etwas beweisen können. Ich bin Innocent jetzt gerade. Das ist aber ganz gut. Ja. Du bist Traitor. Ich bin Traitor. Okay. Ja. Okay, dann gucke ich mal, ob ich herausfinde, einfach nur am Sneaken, ob irgendwer Traitor ist. Ich bin gespannt, ob hier vielleicht irgendwer sneakt und sagt, yo, hier, ich bin Traitor. Ich bin mal gespannt. Also der Noah ist schon mal nicht, glaube ich. Die Jetty ist. Die Jetty, die ist mir... Da gebe ich dir recht. Das ist richtig, ne? In der Tat so, das ja. ist richtig. Die hat zwar nicht gesneakt, aber man muss auch so ein bisschen auf die... Das ist wie, wenn ihr jetzt angelogen werdet, sag ich mal. Wenn ihr jetzt angelogen werdet von der Person, was weiß ich, von wem auch immer, dann müsst ihr ein bisschen darauf achten, wie so die Körperhaltung ist. Und so ist es eigentlich auch in Minecraft, dass man einfach nur so ein bisschen darauf achten muss, so ein bisschen sich die Person angucken muss und dann weiß man eigentlich immer sofort, ah, okay, ich wurde angelogen, das ist jetzt auf jeden Fall ein... Ich mach mal kurz was Fieses. Traitor. Oh, fuck. So. Dann würde ich dir an der Stelle, da können wir, glaube ich, unseren ersten Trick mal nehmen. Der Honey ist nicht und der Noah ist auch nicht, das bedeutet dann der Krintix ist. Ist es richtig? Das ist falsch. Als ob. Nee, das ist doch... Das ist falsch, mein Freund. Das ist doch nicht... Lol. Wer war denn? Hä? Honey ist? What the fuck? So, letzter Versuch. Das waren sonst jetzt eigentlich 3 bis 4 ganz coole Tipps und Tricks. Deswegen lasst da auf jeden Fall ein Like für da, wenn ihr weitere Tipps und Tricks haben wollt. Ich denke mal, wir finden noch einige coole Sachen heraus. Und, so, ich habe wieder ein Steinschwert und wir versuchen das Ganze jetzt noch einmal, dass ich alleine an der Körperhaltung nur von den ganzen Traitern herausfinde, dass sie Traitor sind. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe, weil das eigentlich echt, es ist halt einfach nur so ein bisschen, das muss man einfach lernen. Man muss einfach ein bisschen öfter spielen, sich die Leute angucken und dann weiß man es halt. Und deswegen habe ich hier Fruchtzweck dazu geholt, damit der so ein bisschen uns das Ganze, mir und ich bin Traitor geworden. Okay, dann geht das natürlich nicht. Aber wir können das auch andersrum machen, Fruchtzwerg. Sag du mir bitte mal, wer Traitor ist an der Stelle. Okay, kann ich gerne machen. Sag es. Du bist der Profi. Das bedeutet, eigentlich normalerweise solltest du es immer sofort bei den Leuten wissen. Okay, ich bin mal gespannt, so, was du jetzt so sagst. Wer ist denn... Ja, ich glaube, der Detective, der ist ein bisschen komisch drauf. Ist voll der Randy. Okay. Ich bin gespannt, wie du das jetzt... Da hinten, ich guck mal, hier wurde schon wieder wer gekillt. Das heißt, es kann nur einer hier in der Nähe gewesen sein. Und das kann... Warst du das? Nee, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab keinen einzigen Kill gemacht. Hier, der ist auf jeden Fall, weil er mit dir zusammen rumläuft. Ah, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, natürlich ist das korrekt. Das ist vollkommen richtig. Damit hast du schon mal den ersten richtigen Traitor entdeckt. Gut, nächster Traitor. Hau raus. Okay, ja, ich muss ein bisschen beobachten erstmal. Okay, ich bin gespannt, ob du wirklich jetzt alle herausfindest. Oh, guck mal, der da hinten, der wurde gekillt. Okay. Der hat den Feuerbogen. Ah. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich aber auch. Irgendwer noch lebt. Ich aber auch. Du solltest jetzt erstmal gucken, dass du mich killst. Ja, ich weiß, du hast recht. Ja. Du hast ehrlich gesagt recht. Sieht gerade ein bisschen schlecht aus für dich, ne? Ich weiß, es ist richtig. Ja, ich weiß nicht, was ich meinen soll. Ich habe immerhin einen Kollegen, habe ich noch, Fruchtzwerg. Den musst du immer noch enttarnen. Wer soll es sein? Sag es mir, Fruchtzwerg. Wer ist mein letzter Komplize hier, ich als Traitor? Sag es mir. Das ist der Stormshot oder so, wie der heißt. Sturmshot? Ganz sicher? Ja, bin mir sehr sicher. Echt jetzt? Ja, komm, ich geh ihn jetzt. Ja, der ist safe. Guck, der war Traitor. Ich hab's gesagt. Das ist vollkommen richtig. Also, an der, Körperhaltung kann man das halt einfach sehen. So, wo die ganzen, also, alleine nur mit diesen, nein, alleine nur mit diesen Tricks, die wir euch heute genannt haben, habt ihr, denke ich mal, ganz coole Sachen erfahren. Deswegen, auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da, wenn ihr irgendwie Spaß daran habt an meinen Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Bis dann. Übrigens, mein Livestream funktioniert momentan nicht wegen OBS. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Bis dann. Und schaut bei Fruchtzeug vorbei. Ciao.